Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Zahra Hashimi. Herzlich willkommen bei Care. Vielen Dank, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich. Sehr gerne. Sie macht was ganz Spezielles. Sie hat nämlich eine Online-Schule gegründet und diese Online-Schule unterrichtet Mädchen in Afghanistan. Aber darüber sprechen wir gleich. Wie immer möchte ich auch meinen heutigen Gast am Anfang ganz kurz vorstellen. Zahra Hashimi ist Mitbegründerin der OMID Online-Schule, wie bereits gesagt, und Menschenrechtsaktivistin. In Wien arbeitet sie als Community Managerin und Content Producerin bei Fremde werden Freunde. Zahra hat Mathematik in Afghanistan studiert und in Wien die Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert. In persischen Medien ist sie als Moderatorin tätig. Sie ist im Iran geboren und lebt seit 2015 in Österreich. Und Sie haben mir gerade vorhin erzählt, Sie machen noch eine Ausbildung. Wollen Sie uns darüber gleich was erzählen? Ja, danke für die Vorstellung. Ich werde bald mit meinem Studium beginnen. Und zwar, ich werde Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung FH studieren, FH des BFI Wien. Und dieses Jahr, Wintersemester, also im Oktober, werde ich halt beginnen. Großartig. Das heißt, Sie haben Mathematik nicht fertig studiert in Afghanistan, oder? In Afghanistan, es gibt pädagogische Hochschulen, wo man 2 Jahre studieren kann und dann bis 9. Stufe unterrichten kann. Das habe ich schon absolviert. Ich habe aber leider mein Diplom, dort heißt es Diplom, habe ich nicht erhalten. Aber ich wollte halt mit Mathematik nicht weitermachen, was anderes machen, Richtung Business oder Wirtschaft. Und das mache ich endlich. Das werden Sie vielleicht schon gehört haben. In Österreich wird ziemlich viel darüber diskutiert, dass Mädchen nicht für die MINT-Berufe und für die mathematischen, technischen Fächer so leicht zu gewinnen sind. Also es gibt einen ganz geringen Anteil an österreichischen Mädchen, die sich dafür wirklich interessieren. In Afghanistan war das nicht so oder waren Sie dort auch eine Ausnahme? Doch, immer wenn ich gesagt habe, ich interessiere mich für den Fach Mathematik, dann alle haben mich so komisch angeschaut, hä, wieso, wie ist das möglich? aber mich hat das interessiert, weil für mich war Mathematik eine andere Sprache, wo ich überall verwenden kann. Und das hat sich auch bewiesen, wenn ich hier Prüfungen geschrieben habe, dann Mathe war immer dasselbe, X und Y und Sin und Cosine, wie wir das in Afghanistan genannt haben. Und dasselbe war es auch hier, ich bräuchte kein Deutsch davor eigentlich. Also nicht immer, also Textaufgaben gab es schon. Aber deswegen hat es mich sehr interessiert und es war für mich wie ein Spiel, das man immer wieder hergehen kann. Und deswegen war das mein Lieblingsfach und dann habe ich das auch studiert. Mhm. Und noch immer will ich Mathematik Nachhilfe geben, weil ich will es nicht vergessen, aber ich will dann was anderes beruflich machen. Da werden Sie eine große Schar an potenziellen Schülerinnen und Schülern haben in Österreich, weil bei uns ist Mathematik immer noch so ein bisschen das Angstfach. Und ich entnehme Ihren Ausführungen, dass die Sprache der Zahlen ist universell, oder? Ganz genau. Habe ich so auch noch nicht gehört. Mhm. Und das wollte ich eigentlich auch ändern, dass dieser Angst weg ist, wenn ich studiert habe und wenn ich Mathematiklehrerin war, wollte ich diesen Angst wegtun. Du musst keine Angst haben von Mathematik. Das ist nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen gemacht, weil ich habe so weniger als 6 Monate in Afghanistan unterrichtet. Und jetzt auch, wenn ich meine Schülerinnen in OMID-Schule unterrichte, versuche ich eigentlich, dass sie keine Angst mehr von Mathe haben. Weil das ist so unnötig, finde ich. Gelingt Ihnen das? Haben Sie den Eindruck, das gelingt Ihnen, dass Sie Mathe gern mögen, die Mädels? Ja, wenn ich das so erzähle, wie ich denke, dass das leicht zu verstehen ist und dass man keine Angst haben muss, dann schon. Dann verstehen Sie, was ich meine und dass ich nicht so eine strenge Lehrerin oder Direktorin bin und Mathe ist nicht so schlimm, wie man denkt. Dann passt alles wieder, wenn Sie diese Confidence und Selbstbewusst haben. Dann passt, also für ein paar passt es, aber ein paar haben es noch immer. Ja. Aber es geht, ja. Aber Sie sagen, Schlüsselworte, ganz wichtig für Mädchen ist, dass sie eben Selbstvertrauen haben, oder? Und darauf vertrauen, ich kann das. Und
wie ich das verstehe, ich bin wirklich schwer beeindruckt von dem, was Sie machen, gerade wo Sie mir jetzt gegenüber sitzen. Sie haben eine Schule, eine Online-Schule gegründet. Was bedeutet denn OMID? Der Name ist OMID, hat das sicher eine Bedeutung, oder? Mhm. OMID ist eigentlich auch ein männlicher Name, aber diese Schule ist für Mädchen. Aber OMID heißt eigentlich, Bedeutung heißt Hoffnung. Und das ist, was Mädchen brauchen in dieser Zeit, in dieser Lage in Afghanistan. Und das habe ich versucht zu verwirklichen für Mädchen in Afghanistan. Deswegen habe ich die Schule OMID genannt. Und wenn Sie auf unserer Webseite oder Instagram-Seite, überall, wo Sie hingehen, Sie werden keine negative Nachricht oder schlechte Nachricht sehen. Weil wir wollen das Gegenteil anbieten, weil in Afghanistan ist ja halt die Lage so, dass man keine Hoffnung hat. Aber wir haben versucht, mit dieser Schule, mit der Gründung dieser Schule und fortfahren, dass wir Mädchen und Frauen in Afghanistan eine Hoffnung oder ein OMID geben. Das ist eigentlich mehr als eine Hoffnung, oder? Wenn die Mädchen wirklich unterrichtet werden. Also ich habe in der Vorbereitung auf heute, bitte korrigieren Sie mich, Sie haben jetzt 300 Schülerinnen circa? Mehr. Mehr? Mhm. Wie viel sind es? Um ganz genau zu sein, 330 jetzt. Okay. Aber für uns ist jede einzelne Schülerin halt wichtig. Wir sagen nicht ungefähr, ja. Weil ich denke mit jeder einzelnen Schülerin und mit Eltern und mit jeder. Und deswegen für mich ist es wichtig, dass ich genau bin. 330 Schülerinnen, obwohl die Anfrage ist sehr, sehr groß. Also Sie hätten Platz für mehr. Wir haben Platz für mehr, wir haben aber die finanziellen Mittel nicht davor. Mhm. Und geht das auch mit Klassen? Sind die Schüler auch in Klassen, die Schülerinnen? Ja, ja. Wie viele Schülerinnen hat sie in Klasse ungefähr? 40, 50 Schülerinnen. Okay. Mhm. Okay. Das ist eine sehr große Anzahl für eine Online-Klasse. Mhm. Aber so wie gesagt, finanzielle Mittel, deswegen wir sollen weniger Lehrerinnen haben, obwohl sie freiwillig unterrichten. Aber Internet kostet halt viel. Mhm. Und die Schule läuft seit fast 3 Jahren durch Spenden. Deswegen können wir halt nicht mehr Schülerinnen aufnehmen. Annehmen. Ja, aber Sie hätten eine große Nachfrage. Sie könnten viel mehr. Ja, letztes Jahr hatten wir 1300 Anmeldungen gehabt. Und dann hatten wir zum Beispiel 2 siebte Klasse. Mhm. Aber das ging halt nicht. Die Qualität war dann nicht so gut wie jetzt. Mit weniger Schülerinnen. Und deswegen haben wir das weniger, also dann haben wir das wirklich geringer gemacht, die Anzahl der Schülerinnen. Der Hintergrund, warum braucht es denn überhaupt eine Online-Schule in Afghanistan? Weil das ein echter Startnachteil eigentlich ist, wenn man als Mädchen in Afghanistan oder einem Land wie Afghanistan auf die Welt kommt, oder? Ja, es war halt viel besser, wenn ich da war. Ich sag's leider viel besser, obwohl ich geflüchtet habe, bevor Taliban da waren. Aber jetzt sagen wir wirklich, das war besser. Zumindest könnten Frauen und Mädchen arbeiten und in die Schule gehen und studieren. Aber seit der Machtübernahme der Taliban, August 2021, dürfen Frauen und Mädchen nicht arbeiten, nicht studieren, nicht in die Schule gehen, nicht einmal alleine rausgehen. Und Afghanistan ist das einzige Land, wo Mädchen nicht in die Schule dürfen. Gar nicht mehr oder nur bis zu einer bis 7. Klasse. Und was sie bis 7. Klasse unterrichten werden, das ist halt ganz wirklich islamistisch und nicht die Fächer, die sie später brauchen werden. Also es ist mehr Religionsunterricht als alles andere. Ja, und die Lehrerinnen sind auch weg und jetzt wenn man von der Taliban unterrichtet wird, was kann man erwarten? Das heißt, auch keine Lehrerinnen mehr für die kleinen Mädchen gibt es jetzt in Afghanistan. Ja, aber geringe Anzahl und halt, es waren in Afghanistan eigentlich die Anzahl von Lehrerinnen, die weibliche, viel mehr und wenn sie nicht unterrichten dürfen, also wer bleibt dann übrig? In der 12. Klasse waren, die unterrichten halt die Burschen. Und ja, die Situation ist komplett chaotisch und wirklich unvorstellbar. Trotzdem, die Frauen und Mädchen finden Mut und kämpfen weiter. Mhm. Allein, dass sie in dieser Online-Schule das nicht anerkannt ist und das keine Zukunft für sie hat, weil sie können halt nicht studieren, wenn sie jeden Tag hier kommen und sitzen. Das zeigt den Mut von Frauen in Afghanistan. Das heißt, es wird dann noch keine Ärztinnen mehr geben in Afghanistan? Jetzt gibt es noch welche. Das ist leider lächerlich, dass sie Medizin studieren können. Aber ohne ein Matura, die bis jetzt ein Matura haben, die können Medizin studieren. Und sie brauchen Ärztinnen, aber die Mädchen dürfen nicht in die Schule gehen. Mhm. Was passiert dann in 10 Jahren? Mhm. Dann haben sie keine Ärzte mehr. Ich verstehe es leider nicht. Wir haben gehofft, sie haben gesagt, dass
mit Online-Schools viel mehr als nur Hoffnung zu geben. Und genau das haben wir auch gehofft und gedacht, dass diese Schule ist nur eine emotionale Unterstützung für Frauen und Mädchen in Afghanistan ganz am Anfang. Und die Schule wird bald wieder öffnen. Aber es ist das dritte Schuljahr. Mhm. Und zeichnet sich nicht ab. Gell? Nein. Alle unsere Hörer und Hörerinnen wissen, dass CARE weltweit tätig ist. Wir sind eine religiös und politisch unabhängige Organisation. Und wir sind seit sechs bis sieben Jahrzehnten in Afghanistan tätig. Und das hat uns auch sehr getroffen, weil wir hatten wahnsinnig viele Kolleginnen und die durften mit einem Schlag nicht mehr ihre Arbeit machen ohne eine männliche Begleitperson. Und wenn es nur der kleine Sohn ist, das hat große Diskussionen auch innerhalb unserer Organisation ausgelöst. Und es haben sich ja auch eine ganze Reihe großer Organisationen dann ganz aus Afghanistan zurückgezogen, wie die Situation so eskaliert ist. Sie haben gesagt, das kann man sich nicht vorstellen. Und da haben Sie vollkommen recht. Das können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Aber ein Gespräch wie das unsere soll uns eben schon helfen, dass wir uns da ein bisschen reinversetzen können und soll uns vielleicht auch helfen, dass wir das, was für uns alles selbstverständlich ist, wenn man hier aufwächst, dass man das vielleicht auch mal durch andere Augen sieht, oder? Ganz genau, ja. Ja, also wir haben auch die Schule so entwickelt, dass später unser Ziel war komplett anders, wenn wir gesehen haben, dass die Schule nicht wieder öffnet, weil sie halt gerade gesagt haben, wie schwierig die Lage ist. Und dann haben wir das wirklich so, eine Schule wirklich gebaut, wo Klassen gibt, wo Stundenplan gibt, wo Bücher gibt, wo eine Bücherei gibt, wo verschiedene Aktivitäten vor Ort gibt. Vor Ort, aber alles online. Okay. Mädchen dürfen sich treffen, aber wenn sie einander gut kennengelernt haben und wenn sie Eltern miteinander gesprochen haben, dann, weil man weiß nicht, wenn wir 1300 Schülerinnen hatten, man weiß nicht, ob da wirklich ein Mädchen sitzt. Obwohl wir alle Pässe haben, Taskira heißt es in Afghanistan, so ein Identitätsnachweis und Zeugnisse, Interviews haben wir durchgeführt. Trotzdem kann man das ganz gut faken. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass dort jemand ist, wer wirklich nicht eine Schülerin ist und will herausfinden, wer bei uns arbeitet. Das macht die Lage auch noch schwieriger für uns. Ich habe auch selber versucht, im Bildungsministerium der Taliban und Afghanistan die Schule anerkennen zu lassen, weil sie wollen halt internationale Anerkennung. Mhm. Und das war ein Weg, dass sie zeigen, naja, es gibt Schulen, aber online. Mhm. Das hat auch für uns gereicht. Aber sie haben gesagt, also die Connection, die wir hatten, du bist sehr westlich, du musst dich erst ändern, keine Ahnung, so Debatte-Themen, das gar nicht einfach. Wir brauchen euren Datenschutz. Und ich so, ja, redet mit uns mal normal, macht ein Gespräch, was wir wollen von euch, was für eine Schule sind wir. Sind Sie da hingefahren, um das zu machen? Oder? Nein, ich darf dort nicht hinfahren. Wir hatten Connections. Mein Onkel war eine Direktorin in einer Schule in Afghanistan. Dadurch haben wir so Connections gehabt und wir haben versucht, dort reinzukommen mit unserer Schule. Aber von der ganz Anfang an, sie haben gesagt, eine Direktorin, geht's nicht. Ein Direktor können wir vorstellen, dass wir haben können, damit ein Mann da ist, funktioniert nicht. Die sind Frauen. Wie können sie gemeinsam mit Mädchen arbeiten? Es ist einfach so chaotisch, dass man mit denen nicht mal reden kann und man versteht, sie haben einfach kein Wissen, sie können nicht einmal reden mit jemandem. Wir haben jetzt aus erster Hand von einer jungen Frau, die aus Afghanistan 2015 geflohen ist, gehört, dass man dort nicht einmal miteinander reden kann. Jetzt habe ich schon oft gesagt, dass sich CARE weltweit, dass CARE weltweit Mädchen und Frauen in den Mittelpunkt seiner Arbeit steht. Bei uns gibt's, das ist die Spezialität von CARE, bei uns gibt's kein einziges Projekt, sei es ein Katastrophenhilfsprojekt oder ein anderes, wo nicht Mädchen und Frauen wirklich der bestimmende Faktor sind. Und das, was Sie gesagt haben, demonstriert das wahnsinnig eindrücklich, warum das so wichtig ist. Mhm. Weil das kann ja wohl nicht sein, dass die Hälfte der Gesellschaft einfach unter den Tisch fällt. Jetzt einmal abgesehen davon, dass das menschenrechtlich der reine Wahnsinn ist. Es ist auch wirtschaftlich nicht besonders weitsichtig, weil jedes Land braucht
nicht nur Ärztinnen, Portschneiderinnen, Lehrerinnen, Bäckerinnen, alles, was der Mensch halt so braucht. Und wir tragen ja auch, wie Sie ja hier auch sehen, wir tragen ja auch alle maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg bei, einmal abgesehen von der ganzen rechtlichen und menschenrechtlichen Seite. Jetzt ist Österreich auch kein Land, da wir haben auch noch genug Gleichheitsfragen zu diskutieren. Also wir sind auch ein kleines bisschen konservativ, würde ich sagen. Und es ist auch noch ein Gender-Bait. Pay Gap, das heißt, Frauen verdienen im Schnitt weniger, machen mehr Care-Arbeit zu Hause. Sie kennen das alles, Sie haben das wahrscheinlich alles gesehen. Das heißt, die Debatte gibt es von hochindustrialisierten Ländern wie Österreich oder in der EU und halt auch in sehr vielen Ländern rund um den Globus. Und deshalb ist die Arbeit von Zahra Hashimi, aber auch die Arbeit von Care so unheimlich wichtig, dass man nämlich Wert legt drauf, dass Mädchen und Frauen, und ich bin eine ganz große Anhängerin, fast noch mehr als das Care als Organisation ist. Ich bin felsenfest überzeugt, Bildung ist der Schlüssel, nicht für alles, aber für vieles. Was sagen Sie? Ja, ich stimme 100% zu, dass genau so ist. Und es ist aber nicht nur Bildung, dass Frauen in Afghanistan Pension verwehrt ist, sondern viel mehr. Sie sollen nur zu Hause bleiben und Kinder auf der Welt bringen, so wie vor mehr als 20 Jahren, als Taliban in Afghanistan waren. Aber alles, was Sie gerade gesagt haben, die Frauen in Afghanistan sind bewusst, dass sie diese Rechte jetzt haben. Die sind nicht die Frauen von vor 40 Jahren. Und deswegen kämpfen sie heute. Und deswegen haben wir Hoffnung und wir sehen das so positiv, obwohl wir erwartet haben von vielen, also weltweite Organisationen, Menschenrechts, Human Rights, aber sie haben wirklich nichts getan, nicht einmal gesagt, nur ein Tweet, also was macht mit deinem Tweet. Sie haben alle die Augen und Ohren zugemacht, nichts gesehen und weggeschaut. Trotzdem waren diese mutige Frauen, die auf die Straße demonstriert haben. Ich kriege noch immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich gegenüber von einem Talib stehe und demonstriere. Das braucht und der Einsatz deines eigenen Lebens praktisch. Voll, ja? Genau, ja. Ja. Also die Frauenrechtsaktivistinnen, so wie Zainab Parwani und viele anderen wurden gefoltert und sie sind jetzt nicht mehr in Afghanistan, deswegen darf man ihren Namen sagen, Aziz Gol und viele andere, sie wurden gefoltert, sie wurden geschlagen und auch bedroht. Viele sind gestorben, aber trotzdem, sie haben weiter gekämpft. Deswegen sind wir schon positiv, dass eine Änderung wird kommen und die Frauen in Afghanistan werden es bringen. Warum sage ich immer nur die Frauen? Weil an diesen Tagen, wo die auf die Straße waren, die Männer waren zu Hause. Das versteckt. Hat man auch gesehen, selbst in internationalen Medien hat man das gesehen. Ja, man sagt, ja, du bist nicht vor Ort, du verstehst nicht, Frauen werden nicht passieren, aber Männer werden getötet. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, die Erwartung war da, dass man viel mehr machen könnte. Auch wir hier als Leute, die immer wieder von Menschenrecht reden, was haben wir hier getan? Nur wenn ihr Benefits in Gefahr war, wenn in Ukraine was passiert ist, dann waren alle wirklich vor Menschenrechte. Und wenn in Afghanistan was passiert, wenn in Palästina was passiert, wo sind diese Leute? Ich verstehe es wirklich nicht, aber was Sie gesagt haben, ich stimme zu, das ist sehr wichtig und ich würde nicht aufhören. Ich würde weiterhin arbeiten, egal, 300 Menschen, wenn ich nur drei Menschen auch helfen kann, würde ich weitermachen. Ja, auf alle Fälle. Ich halte das auch für wichtig, dass man weiter vor Ort ist und unter den schwierigen Bedingungen das tut, nicht nur was es braucht, sondern was auch möglich ist. Weil es ist natürlich auch immer eine Balance, was ist möglich und in welcher Region ist was möglich. Das ist ja auch, wie Sie besser wissen als ich, ist das ja, man spricht zwar jetzt von Afghanistan, ist ein riesiges Land, aber das ist auch regional noch sehr unterschiedlich, was möglich ist und was nicht möglich ist. Sprechen wir noch kurz über Ihre Schule. Stimmt es, dass Sie besonders Wert legen auf, also Mathematik haben wir schon besprochen, aber auch auf Englisch? Ja, weil wir versuchen immer wieder Fernbildung für die Schülerinnen zu ermöglichen, dass sie international in Universitäten weltweit studieren können. Wir haben das noch immer nicht geschafft, weil unsere Schule ist nicht anerkannt und Schwierigkeiten bestehen. Aber trotzdem, wir versuchen weiterhin, dass sie gut Englisch und Mathe können, dass sie dann die Prüfungen schreiben können und dass sie eine Fernbildung kriegen.
Deswegen legen wir sehr viel Wert auf Mathe und Englisch, aber sonst ist das ein Lehrplan von Afghanistan, weil, so wie ich gesagt habe, wir haben gedacht, dass die Schule wieder öffnen, dass sie bereit sind. Das hat eigentlich auch im ersten Jahr geholfen, weil im ersten Jahr haben dann die Taliban eine Prüfung für die 12. Klasse, die fast fertig waren und nicht mehr weiter in die Schule gehen könnten, eine Prüfung gemacht, und dann unsere Intensivkursen hat geholfen, dass unsere 13 Schülerinnen in 12. Klasse in 2022 das absolviert haben und Matura haben, und manche von den Studien auch. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich toll. Das heißt, ich könnte jetzt in der OMID-Online-Schule bis zur Matura gehen und die auch machen? Ja, aber die Matura dann selbst nicht, weil wir nicht anerkannt sind in keiner Organisation. Aber gut, das könnte sich ja noch ändern. Hoffen wir. Im nächsten Jahr, oder? Wir hoffen. Sie haben gesagt, dass die Lehrerinnen ehrenamtlich arbeiten. Mhm. Und die sind in Afghanistan oder überall? Ein Großteil von unseren Lehrerinnen sind in Afghanistan, aber es gibt auch Lehrerinnen, die hier sind. Wir haben dieses Jahr mit Deutsch begonnen. Das heißt, wir haben zwei Lehrerinnen in Wien. Und noch in Pakistan haben wir noch Lehrerinnen, in Niederlande. Und in Deutschland, wenn ich mich nicht ganz täusche. Finden Sie schwer Lehrerinnen, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Weil wenn wir, also ich habe einen Instagram-Account mit ein bisschen Follower, und wenn ich dort was poste, es kommen so viele Lebensläufe. Okay. Und und sie sagen, wir unterrichten freiwillig, wenn sie hier sind, sie brauchen auch keine Unterstützung von uns, was halt Internet und Materialien, aber in Afghanistan sollen wir das Ganze kaufen für Lehrerinnen. Aber es funktioniert ganz gut. Wie ist denn überhaupt die Anbindung ans Internet in Afghanistan? Gibt es da große Unterschiede, ob man in Kabul ist oder in einer Stadt oder auf dem Land? Können Sie das ein bisschen, haben Ihre Schülerinnen Internet? Also es gibt Unterschiede. In Kabul ist es natürlich besser. Es gibt aber manche Orte, wo man wechseln soll von einer SIM-Karte oder von einem Gerät zu einer andere. Das Ganze machen wir haben so ein Team, wer wirklich in Afghanistan ist und sich auskennt, was wo genau funktioniert. Es gibt aber auch Schülerinnen, die zum Beispiel in Panjshir in einem Dorf wohnen, in einer anderen Stadt, und dort gibt's keine gute Internetverbindung. Und was macht sie? Sie geht einmal in der Woche mit ihr Papa zu irgendwo ein Berg, wo ein Signal gibt, und schickt uns die Lehrerinnen die Hausübungen. Und so wissen wir, okay, sie ist, also das ist ein Ausnahmefall, obwohl Anwesenheit ist sehr wichtig, aber für sie werden wir das so sagen, dass wenn die Hausaufgaben da sind, dann ist sie anwesend. Und dann macht sie die Prüfungen auch genauso. Sehr schwierig für sie und auch für ihr Vater. Respekt. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Aber ja, wir haben auch Schülerinnen, die wirklich brauchen einen guten Internetzugang, sind sehr talentiert, aber es geht leider dann nach ein paar Monaten nicht. Entweder ist es sehr teuer finanziell oder wegen dieser Gebiete, das wir haben. Deswegen haben wir eher mehr Schülerinnen von Herat, von Mazar, von Kabul, wo wirklich gut Internet ist. Also mehr die städtische Infrastruktur, dass man quasi Zugang hat. Und haben die Mädchen, machen die das übers Handy oder ist das ganz unterschiedlich? Oder haben die einen Laptop? Laptop haben ganz wenige. Handy. Manche haben nicht einmal ein Handy und sie nehmen das von, also deswegen haben wir so 8:30 bis 11:30 die Schulzeiten, danach gibt es keinen Workshop, nichts, weil in dieser Zeit dürfen sie ihr Handy der Eltern oder Bruder oder jemand nehmen. Wir haben auch Schülerinnen, die zwei Schwestern sind und ein Handy haben. Und so lernen sie zu zweit. Das ist total schwierig. Das muss man sich mal wirklich praktisch vorstellen, unter was für widrigen Bedingungen Kinder und Jugendliche in einem Land wie Afghanistan, aber auch in vielen anderen Ländern lernen müssen. Auch wenn es erlaubt ist, dass Mädchen in die Schule gehen, ist es meistens also wirklich unter schwierigsten Bedingungen. Und das Equipment ist einfach
auch gar nicht da. Mhm. Und viele Dinge kann man dann einfach gar nicht lernen, die man heute aber schon lernen sollte in einer guten Ausbildung, oder? Ja, hier sagt man eigentlich, wie der Schule, also mein Bruder sagt ja, das, wie der Schule, ich will nicht. Mhm. Und wir hatten Workshops gehabt in einem Mittelschüler in ein Gymnasium hier in Wien. Und dann die Schülerinnen könnten online mit unseren Schülerinnen und Mitschülerinnen reden. Und sie haben miteinander gesprochen, sehr lange. Sie haben Fragen gestellt, wie das ist und wie ist die Lage, wie habt ihr Motivation? Und dann haben meine Schülerinnen haben gesagt, wir haben auch Fragen an euch, also zu einer Schülerin, wie fühlst du dich, dass du in meinem Platz bist, dass du in mein Traum bist? Das ist mein Traum, ich will dort sitzen, ich will dieses Buch in Hand haben, einen Stift haben, schreiben und mit meinen Schülerinnen, mit meinen Klassenkameradinnen gemeinsam sitzen, rausgehen. Aber du lebst diesen Traum, wie fühlst du dich? Und die ganze Klasse war vor so einer Minute komplett still und ich war so emotional, weil wie denken sie daran? Dann haben sie wirklich, wenn der Gespräch vorbei war, waren die Mädchen wirklich so emotional und haben gesagt, ja, das ist für uns unvorstellbar, wie sie dort sitzen. Aber wir haben daran nicht gedacht, was ist, wenn wir einen Tag nicht mehr in die Schule können. Und jetzt sind wir mehr dankbar und ich würde dann morgen nicht sagen, warum soll ich einen Wecker stellen und aufstehen? Weil das ist ein Traum von vielen Schülerinnen und Schülern. Ja. Nicht nur dort, wie gesagt, Millionen Kinder und Jugendliche würden jeden einzelnen Schüler und Schülerin hier beneiden, was in unseren Schulen bei aller Kritik, die man haben kann und bei allem, was nicht angeblich oder auch tatsächlich nicht funktionieren mag, haben wir hier trotzdem eine sehr gute Ausstattung und ein sehr hohes Niveau. Und ich war immer eine Verfechterin dessen, dass man auch woanders nicht nur hinfährt, sondern wirklich über den Tellerrand rausschaut, weil dann kann man auf einmal, ich habe das Privileg gehabt, das von frühester Jugend an machen zu können. Und da sieht man dann sehr schnell und lernt sehr schnell das eigene Leben schätzen und man wird wirklich zufriedener. Mhm. Und das ist auch, wenn man sich engagiert, ob jetzt für eine Schule wie die OMID-Schule oder mit CARE oder mit wem auch immer, der etwas Positives in der Welt bewirken möchte, macht man dazu einen echten Beitrag. Mhm. Also, ja. Weil wenn man nichts anderes kennt, dann schätzt man das nicht. Voll, ja. Wenn man nur sitzt und die ganze Zeit dasselbe Arbeit tut, dann wird das Leben wirklich langweilig und dann kann man sich beschweren. Aber ja, wenn man wirklich so Connection hat, deswegen sage ich manchmal, so viele Schwierigkeiten, aber ich bin froh, dass ich in Afghanistan aufgewachsen bin, weil wenn ich das nicht gesehen habe, ich könnte halt jetzt nicht Schülerinnen helfen. Ich kann daran nicht mal denken, aber ich komme von selben Background, deswegen kann ich das nie vergessen und wie alle anderen, die das gemacht haben, also viele anderen, wegschauen und mein Leben leben. Aber es ist sehr wichtig, was Sie sagen, was CARE macht, was unsere kleine Schule macht. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie waren? Also sind Sie geflohen aus Afghanistan oder sind Sie einfach aufgewandert? Wir sind gefolgt. Als Familie quasi. Als Familie, ja. Ich war 19. Okay. Mhm. Ja. Jetzt rechnen wir alle. Hoffentlich haben alle vergessen, wann ich komme. Also eine junge, engagierte Frau. Und sind Sie dann gleich nach Österreich gekommen? Wollten Sie nach Österreich kommen? Darf ich Sie das fragen? War das geplant? Für mich war das eigentlich egal. Ja. Ich wollte weg. Damals habe ich auch unterrichtet und ich habe meine Schule gelebt. Ich habe in einem Dorf unterrichtet und dort durften sie bis 14. Lebensjahr halt in die Schule gehen und dann haben sie geheiratet. Und sie waren so engagiert und ich war so, warum? Also nicht, ich habe nicht gefragt, aber ich habe mich gefragt, warum sind sie so motiviert, wenn sie wissen, das bringt ihnen nichts. Mhm. Und ich habe meine Schülerin einmal auch gefragt, von wo kommt diese Motivation, dass sie jeden Tag online aufstehen um 8 Uhr und kommen online und unterrichten, in Unterricht teilnehmen und lernen. Und sie haben gesagt, wir wissen, wir haben eine Zukunft und wir sind ein Teil von dieser Gesellschaft und wir wissen, dass wir sind hier, um Kinder auf die Welt zu bringen. Aber diese Kinder sollen wirklich eine Erziehung haben, dass sie wissen, was Heimat ist, was Freiheit ist und wie sie das zurückkriegen können. Und ich hatte so eine Gänsehaut gehabt. Ich habe gesagt, wie sie denken an ihre Zukunft. Sie wissen, sie haben keine Zukunft, aber sie wollen das wirklich opfern,
Aber sie denken noch immer an Afghanistan und an Heimat und ja. Das ist wirklich, die Schülerin, die ich in diesem Dorf hatte, war auch wirklich so genau mutig. Und sie haben gelernt, sie waren sehr positiv, sie haben immer gelächelt und ich habe mein Leben wirklich nicht gelebt. Aber diesen Teil, was ich in Afghanistan hatte, war für mich sehr, sehr wichtig. Ich sollte das aber trotzdem verlassen und nach Österreich kommen. Uns war wichtig, dass wir ein europäisches Land sind und dass mein Bruder nicht dasselbe Leben haben. Mhm. Ich habe auch wieder angefangen, ich habe Pflichtschule gemacht. Ich habe dann mit 19, als Sie das hier mit 19, weil ich kein Deutsch könnte und in die Schule könnte man viel besser Deutsch lernen. Haben Sie das als sehr schwierig empfunden? Deutsch. Den Anfang, nein, nicht Deutsch, sondern das finde ich auch immer schwierig. Das frage ich Sie nicht. Sie sprechen ganz hervorragend, das steht mir auch gar nicht zu. Aber wie Sie dann, Sie waren ja doch erwachsen, wie Sie nach Österreich gekommen sind. War das ein Schock? War das, oder war das, haben Sie sich nicht zu schwer getan? Also das war ein Schock, dass ich 3 Jahre gewartet habe von meiner Bescheid. Okay. Dass ich nicht arbeiten könnte, dass ich nicht studieren könnte. Das war wirklich ein Schock. Das hört man ja heute in der ganzen Debatte auch sehr häufig, dass ein junger Mensch dann wie Sie 3 Jahre sitzt und wartet. Ja, seit 2015 wollte ich studieren. Ja. Aber die Situation war so, dass ich jetzt nach 9 Jahren kann ich erst beginnen zu studieren. Mein Matura wurde nicht hier anerkannt. Ich konnte mein Diplom nicht holen von Afghanistan. Mein Universität hat Pädagogische Hochschule Diplom. Ich konnte halt hier nicht studieren. Auch außerordentlich war das für mich sehr schwierig. Mhm. Alles, weil ich keinen Asylbescheid hatte und das Ganze hat 3 Jahre gedauert. Und dann hatte ich so Probleme gehabt mit, keine Ahnung, IMS und weil ich nicht mehr so jung war nach 3 Jahren und ich sollte arbeiten. Ja. Das war wirklich nicht erwartet. Mhm. Aber ja, das Leben ist so. Hat Ihnen da jemand dabei geholfen oder was hat Ihnen dann geholfen, dass Sie das alles so super hingekriegt haben? Ich war dann in Kärnten nach ein paar Monaten. Und im Gegenteil, was man von Kärnten hört, ich kenne sehr gute Leute da, die aus Kärnten kommen. Ich habe sehr gute Freunde dort gefunden. Sie haben uns sehr viel unterstützt, auch im Asylverfahren. Aber auch, dass wir Deutsch lernen, dass wir die Stadt kennen, dass wir auch die Regeln kennen und alles. Also, dass wir Freunde finden. Wirklich, sie haben uns sehr geholfen. Ich besuche sie noch immer in Kärnten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sie kenne. Dass man auch was Positives sagt. Nicht negativ. Absolut, das gilt sowieso für alle, nicht nur alle Bundesländer, für alle Länder. Du hast überall. Ja, also ich liebe Kärnten, das ist mein zweites Heimat. Bitte. Ich habe gerne die Kärntner Schule dort besucht. Hörer und Hörerinnen werden sich riesig freuen. Ich kann mich dem nur anschließen. Sehr gut. Und wenn jetzt Menschen aus Afghanistan nach Österreich kommen, die haben es ja zum Teil auch wirklich, wirklich schwer. Helfen Sie denen auch bei der sogenannten Integration? Oder? Ich? Ja. Also ich wäre noch engagiert oder eher nicht so? Ich glaube nicht an Integration, aber eher Inklusion. Okay. Und da würde ich ja Leute helfen. Sie würden es nicht einmal, bleiben wir kurz dabei, Sie würden es nicht einmal so bezeichnen, weil Integration ist ja das, was jetzt wirklich heftigst ständig diskutiert wird. Wo machen Sie den Unterschied? Also was für mich einen Unterschied macht, vielleicht sagen manche, na ja, das hat gar nicht diese Bedeutung, aber ja, genau das ist erwartet von uns, dass wir alles vergessen, was wir haben. Selbst wenn ich ein Akzent habe, ich komme halt aus Afghanistan, meine Muttersprache ist was anderes, ich kann 4 Sprachen. Ja. Viele von Leuten, die mich kritisieren wegen meinem Akzent, sie können nicht einmal 2 Sprachen. Also deswegen, also ich sage es nicht, weil ich sehr stolz bin, aber wirklich, dass es passiert. Ich habe Bürokauffrau eine Ausbildung gemacht und dann wurde ich wirklich nicht angenommen, weil ich einen Akzent habe. Also das ist wirklich arg. Und deswegen arbeite ich in Freien Fremde werden Freunde. Das ist ein NGO. Und dort arbeiten wir, unsere Zielgruppe ist Migrantinnen und Geflüchteten. Und genau deswegen arbeite ich seit 3 Jahren dort. Ich habe in Kärnten auch mit so einer Organisation, Mädchenzentrum hat es damals geheißen, jetzt Equalitz, habe ich gearbeitet. Und dort habe ich sehr viel die Leute besucht.
Ich wollte eigentlich in diesem Environment bleiben, weil es für mich sehr wichtig war, dass ich auch die Hilfe, die ich bekommen habe, dann auch wieder zurückgeben kann. Und ich weiß, weil ich von der selber Community komme, ich weiß, dass sie über uns sehr viel reden und entscheiden, was wir brauchen. Wir brauchen dann nach 5 Jahren einen Wertekurs, bitte. Wir wissen das Ganze schon vom ersten Jahr. Redet mit uns. Wir haben viel zu sagen. Vielleicht habe ich einen Akzent, aber ich kann sehr viel. Ich habe die Expertise. Ich bin die Expertin, was Flucht betrifft, was meine Community betrifft. Dann redet doch mit uns, gib uns ein Podium. Und daher arbeite ich auch in diesem Bereich und ich will auch weiterhin, wenn ich auch studiere, zumindest 10, 15 Stunden hier arbeiten, weil ich liebe meine Arbeit. Man weiß, in den NGO, ja okay, man verdient nicht wirklich viel Geld, aber die Arbeit macht wirklich viel Sinn. Und gerade jetzt, wenn die Leute hier kommen und Hilfe brauchen und von derselben Community jemand da ist und hilft, macht wirklich einen Unterschied. Das ist beschämend für mich als Österreicherin, dass ich höre, dass sie nicht genommen werden bei ihren exzellenten Deutschkenntnissen, weil sie einen Akzent haben. Ich kann nur sagen, Care Österreich sucht laufend gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wir haben Mitarbeiter aus mehr als 10 oder 12 Ländern. Und eine ganze Reihe davon spricht kein Wort Deutsch, by the way. Also bei uns wäre ein Akzent hoch willkommen, sondern wir haben eine ganze Reihe an Kollegen und Kolleginnen, die Deutsch kaum verstehen und gar nicht sprechen. Also es ist nicht ganz Österreich so. Ja, Gott sei Dank. Das gilt auch nicht nur für Österreich, das gilt natürlich für alle europäischen Länder, die ein hohes Maß an Migration und Einwanderung zu absorbieren haben. Aber ich finde, dass Zaha Hashimi ein wunderbares Beispiel ist. Sie hat gesagt, sprecht nicht über uns, sprecht mit uns. Genau deshalb habe ich sie eingeladen. Ich finde, sie können wirklich sehr, sehr stolz auf sich sein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft ein bisschen in Kontakt bleiben und schauen, ob wir auch gemeinsam etwas machen können. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, Frau Hashimi. Ja, sehr gerne. Ich bin offen, wenn ich erfahren habe, was Care macht, wirklich beeindruckend. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Das Gespräch war wirklich toll. Und ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen, Ihre tolle Kolleginnen. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.